Einen schönen guten Morgen, hier sind wir wieder und wir sind nach wie vor nicht alleine. Jetzt haben wir immer noch euch alle dabei und ein neues Gesicht, Olaf Kuchenbecker. Guten Morgen. Schön, dass du auch da bist. Schön, dass du hier bist, genau. Es hat so ein bisschen was von Wetten, dass, ne? Unsere Couch ist zwar ein bisschen kleiner, aber es ist wirklich sehr, sehr voll weiter. Nur bei uns muss kein Gast vorher los. Wir müssen kein, oder Joe, musst du noch irgendwie nach Paris fliegen? Nein, Nach Ortmarschen. Ja, da geht mir ein Flieger. Da fliegen wir dich mit dem Heli hin, kein Problem hier. Heli-Landeplatz auf dem Dach von Hamburg 1. So, Olaf Kuchenbecker ist bei uns. Wenn du hier bist, sie wollte ich zuerst sagen, wir können ruhig du sagen. Ne? Kein Problem. Dann geht es natürlich, das sieht man ja auch schon an dem offiziellen Anzug und an diesem Abzeichen, um Rekorde, um Richtig. Weltrekorde. Ganz genau. Und Joe hat sich mal wieder, du bist ja rekordaffin, du hast ja ständig Projekte am Laufen. Was hast du dir dieses Mal ausgedacht? Also es geht darum, weil das 50 Jahre Gala ist, die Taekwondo Gala, habe ich überlegt, was kann man für einen Weltrekord machen, der affin ist mit diesem Thema. Und dann habe ich mit Olaf Kuchenbecker mich connected, gesprochen, was können wir da machen. Und dann ist die Idee entstanden. Das kannst du aber, glaube ich, besser erzählen. Genau, also es soll eine Bruchtest-Staffel stattfinden. Staffel deswegen, weil nicht gleichzeitig geschlagen oder zerschlagen wird, sondern nacheinander. Und zwar müssen sich die Kids aufstellen und quasi muss jeder ein Brett zerschlagen. Es geht dann um die Gesamtanzahl. Die meisten aufeinander folgenden Bruchtests ist quasi der offizielle Rekord. Bei Rekorden oder Weltrekorden geht es ja immer darum, dass man im Grunde schaut, was ist oder gehört zur eigentlichen Tätigkeit dazu, um dann zu entwickeln, was muss sozusagen an Leistung erbracht werden, damit es überhaupt ein Rekord ist. Also sprich, was ist die normale Leistung bei so etwas? Ja. Und für uns ist sozusagen hier das Außergewöhnliche, dass sozusagen jeder Teilnehmer nur einen Tritt hat, also einen zweiten Sicherheitstritt, um das Brett zu zerschlagen. Und nur die zerschlagenen Bretter zählen am Ende für den Rekord. Das heißt, wer es aus welchen Gründen auch mal nicht schaffen sollte, wird im Grunde von der Gesamtzahl abgezogen. Okay. Da habe ich doch eine Frage. Ja. Also es muss nicht aufeinanderfolgend sein. Sprich, wenn Brett 48 nicht zerschlagen wird, dann kann die Person nachher nochmal anstelle von Brett 52 nochmal einen Tritt geben? Oder? Nein, also jede Person wirklich nur einmal ein Brett und so weiter. Also mit maximal zwei Schlägen. Sollte das Brett dann nicht zerschlagen sein, dann ist es leider vorbei. Für die Person wird abgezogen und die nächste, also dann die 49. würde quasi regulär weitermachen mit dem 49. Brett und so weiter. Und im Idealfall sollen natürlich alle Bretter zerschlagen werden von allen Teilnehmern, die da sind. Ich glaube 100, du hast es vorhin schon gesagt, sind da vor Ort und wir werden schauen, ob es dann tatsächlich gelingt, diesen Rekord aufzustellen. Wir haben vier Kinder hier und sieben Bretter. Genau. Du, 100 werden es sein? Also es ist so, das Alter ist maximal 13, das ist ein Kinderrekord und deswegen fallt ihr schon raus. Schade. Ja. Seit zwei Jahren, ja. Schade. Und ja, die Bretter sind, also sind Kinderbretter, gib sind mal eins trotzdem hart. Ja. Das ist ja schon verbogen. Ja, das tut. Naja, Holz ist natürlich, wie soll ich sagen, lebendes organisches Material, was auch arbeitet. Ja. Und aber man sieht schon, die Stärke ist tatsächlich jetzt hier auch für Kinder ausgelegt. Erwachsene würden, glaube ich, mit 2,8 cm schlagen, also deutlich dicker. Und insofern muss es natürlich auch angepasst sein, denn nur dann kann, also der Rekord ist ja auch definiert tatsächlich für Kinder bis 13. Und deswegen muss natürlich auch das Material entsprechend dazu passen. Wie viele Bretter müssen zerschlagen werden, um einen neuen Rekord aufzustellen? 50 Bretter ist Minimum. Also wir streben an 51 natürlich, aber wir streben gleichen Schadrekord zu stellen. Wir versuchen so viele Kinder zu motivieren, die den Rekord versuchen. Wir haben jetzt 70, vielleicht 80, vielleicht 90, vielleicht 100. Wir wollen einfach auf den Rekord brechen. Jetzt ist er noch so bescheiden. Gestern hat man noch erzählt, wir würden den Rekord für die Ewigkeit schaffen. Also insofern, ich bin wirklich sehr gespannt, ob es gelingt. Ja. Denn ich bin, muss ich ehrlich sagen, nicht dabei am Samstag. Ich bin leider in München, werde dort einen anderen Rekord abnehmen. Aber meine charmante Kollegin Eva Ricarda ist in der Sporthalle und wird dort natürlich genauso genau prüfen, wie ich es tun kann. Genauso hingucken mit Adleraugen. Welchen unbedingt. Rekord gibt es in München? Da wird der größte Gospelchor Europas veranstaltet. Mhm. Da stehen dann ein paar tausend Sänger auf der Bühne. Und da muss ich sagen, freue ich mich auch schon sehr drauf. Das hört sich auch spannend an. Ja. Jetzt mal nochmal eine Frage an die Kids eigentlich. Warum macht ihr eigentlich Taekwondo? Nicht nur, um Bretter kaputt zu machen, oder? Mir macht das Spaß. Ja? Dir auch? Ja. Und macht ihr noch anderen Sport, oder? Nee, ich nicht. Okay. Wird man manchmal gefragt von Freundinnen aus der Klasse irgendwie, warum macht ihr denn Kampfsport und nicht irgendwie Reiten oder Ballett oder sowas? Nö. Nö? Ganz normal. Bei dir auch nicht? Nee. Sie will Sängerin werden. Sängerin? Von Rihanna. Oh, da könntest du auch mit nach München fahren und dann beim Gospelchor mitsingen. Ganz vorne. Ich glaube, sie wird in Hamburg gebraucht. Ach, stimmt, du musst ja die Bretter kaputt machen. Ja. Und du wirst mal Fußballprofi, glaube ich? Nee, ich nicht. Aber würdest du gerne was ist denn dein Lieblingsverein eigentlich? Bayern München. Nee. Ja, okay, gut. So, das war schon mal die richtige Antwort. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Wie wird man denn Rekordrichter? Puh,
Also es hat natürlich auch eine Tradition. Also ich habe sehr lange ein berühmtes Rekordbuch betreut, die deutsche Ausgabe. Und als das deutsche Büro damals von Guinness geschlossen wurde, habe ich überlegt, was mache ich denn und so weiter. Und es kamen immer mehr Leute zu mir, die fragten, warum machst du das nicht mehr? Wir wollen nicht gerne, dass du uns unsere Rekord abnimmst und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn so viele Leute meinen, dass ich der Richtige bin dafür, dann macht es ja auch Sinn, das sozusagen professionell zu machen. Mhm. Ich habe mit Joe zusammengetan, wir haben das Rekordinstitut gegründet, eigentlich mit dem Ziel, deutsche Rekordbrecher zu unterstützen und sozusagen das Rekordebrechen in den deutschsprachigen Ländern weiterhin zu fördern. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Rekord ausdenken würde, dann könnte ich dich anrufen und dann nimmst du das ab? Also erstmal würde ich überlegen, ist denn überhaupt diese Idee als Rekord akzeptierfähig von uns? Ja. Also kann es ein Rekord sein? Dann würden wir uns natürlich überlegen, wie sehen mögliche Regeln aus, die beachtet werden müssen und natürlich das Allerwichtigste, welche Leistung muss mindestens erbracht werden, um einen Rekord aufzustellen? Wie lange muss man denn mindestens am Stück durchgängig, also mit Pause von Einspielern moderieren, um den Moderationsrekord zu brechen? Also im Fernsehen liegt der, glaube ich, bei... Gibt's wirklich? Es gibt wirklich, natürlich, Rekorde für die längsten Moderationen und Sendungen und so weiter. 9 Live hat das mal gemacht, ja, für mehrere Tage. Allerdings da natürlich als Teamleistung, da waren mehrere Moderatoren dabei. Einzelleistung, glaube ich, 24 Stunden. Und erst kürzlich gab es als Beispiel... Zweierteam gibt es bisher nur im Radio. Da liegt der Rekord bei, ich glaube, 98 Stunden oder so. Aber 98. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fernsehteam anfragen würde, würde ich sagen, oder dann müsst ihr natürlich auch den Radiorekord überbieten, denn letztlich die Leistung an sich ist ja sehr vergleichbar, muss man sagen, Stunden egal welchem Medium man moderiert. 98 Stunden. Aber haben die wirklich nicht geschlafen? Natürlich, also bei Ausdauerrekorden, es gibt Pausen. Pro vollendete Stunde Aktivität hat man an Anrecht 5 Minuten Pause. Die kann man entweder sofort nehmen oder sozusagen kumuliert nach der Zeit. Das heißt, theoretisch kann man immer schlafen, allerdings und essen und so weiter, und allerdings nur in diesen Pausen. Aber kann man das auch weitergeben im Team? Also wenn jetzt zum Beispiel Julia irgendwie 3 Tage moderiert hätte, könnte ich dann eine Runde schlafen. Also das wird jetzt der letzte Rekord, den Olaf abgenommen hat, war der mit Bushido. Genau, also Bushido zum Beispiel hat gerade ein längstes Interview gegeben. 32 Stunden hat er ein Moderator von Radio Kiss FM Berlin Rede und Antwort gestanden. Es gab noch so ein paar Verwerfungen, irgendwie Freunde und Feinde riefen an und haben ihm am Telefon noch irgendwie schöne Sachen gewünscht. Aber das war auch eine sehr lustige Geschichte. Es sollte mal bei Hamburg 1 einen Rekordversuch geben. Und zwar war ich einer der Auserkorenen, zusammen mit dem Kollegen Uli Pingel, dem Sportchef, im dauerhaft telefonieren. Wir sollten eigentlich jeder bei uns zu Hause eine Kamera aufgebaut bekommen oder wir sollten begleitet werden mit einer Kamera und sollten, ich weiß nicht, mindestens 72 Stunden lang telefonieren. Wow. Ja, also wollt ihr, ist das jetzt eine Anmeldung gerade oder? Ich weiß auch nicht was. Ich glaube, Uli Pingel hat gekniffen. Ja. Ich weiß nicht, sein Handy-Akku hat nicht so lange gehalten. Ich weiß es nicht. Nee, wir melden auf jeden Fall einen Rekord an. Ja, ich freue mich. Und jetzt haben wir genug geredet über Rekorde. Nicht, dass wir hier auch noch den Rekord für das längste Interview brechen. Denn jetzt gibt es wieder Action. Endlich. Kids, auf die Aktionsfläche mit euch bitte. So, du darfst das vielleicht mal kommentieren. Du bist ja schon 14, du zählst also nicht zum Rekord dazu. Aber du kennst das ja von den Vorbereitungen. Wie bereitet man sich da vor, dass man da wirklich das mit dem Tritt hinbekommt? Okay. Geht dann also es ist rum, einfach ganz wichtig, immer darauf zu achten, wo man hintritt. Weil wenn man das dann nicht richtig trifft, dann kann das schon wehtun. Okay. Mhm. Und, dem Brett nicht, aber dem Joe, ne? Was ich meine. Oder dem Fuß. Ja. Am Fuß auch. Und ich mache das halt immer so, ich denke mir, dass sozusagen, dass das Brett ein bisschen weiter hinten steht, so dass ich da so ein bisschen durchspringe, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, dass ich mich da so nach vorne drücke, weil dann geht das so ein bisschen einfacher. Okay. Okay. Das hört sich schon mal in der Theorie gut an, jetzt wollen wir was sehen. Okay. Ready? Tschüss! Gnäh! Okay, so ungefähr wird es ablaufen. Mhm. War halt dann mit mehr als 51 Kindern, verschiedene Kinder. Hier machen wir 2 Durchgänge. Mit einem großen Stapel Brettern. Bist du dann auch derjenige, die alle hält? Ja. Also ich muss nachher vielleicht 70 oder 80 Bretter, je nachdem. Fühlst du dich manchmal ein bisschen wie Mr. Miyagi? Kannst du eine Fliege mit Stäbchen fangen? Nee, ne? ohne Stäbchen. Vielleicht mit einem grünen Gürtel einen erschlagen, wer weiß. Ready? So. Energie raus. Da! Da! Ah, sehr schön. Next. Oh Gott. Ja. Ja. Sehr schön. Boah. Das ist unglaublich. Oh. Mal. Ja, sehr gut. Toll. Sehr gut. Ja. Ja. Oh, noch einen Versuch. Konzentration. Ja. Ja. Ja, richtig. Das letzte Brett, halt, das letzte Brett macht ihr zusammen gleichzeitig. Ja. Abchecki. Ab, Jackie, stell dich hin. 1, 2, 3. 3. Wow, Wahnsinn.
Wahnsinn. Geballte Kraft. Man sieht nach den ganzen kommt wieder zu uns auf die Couch. Komm, wir lassen euch hier durch. Machen genau. euch Platz. Könnt ein bisschen verschnaufen. Gut. Ja? Ja? Ja. Komm, wir rutschen alle zusammen, genau. kommt wieder auf die Couch. Kann auch einmal nach da drüben hin. Da drüben noch einer zu Joe. Oder so. Ja. Genau. Nichts Darf passiert? Ich mal einmal sehen, welchen Fuß hast du benutzt? Der ist ja gar nicht rot. Nee, das ist Training. Ja. Körperbeherrschung und jahrelanges Training. Also es ist halt ganz wichtig für die Kinder, konzentriert zu sein, weil es sind noch eine Menge Kinder, da sind viele Zuschauer und die Konzentration auf das Brett, wenn sie drankommen, weil vor mir sind noch 10, noch 8, noch 4, noch 2 und die Energie abzurufen in dem Moment, auf die Sekunde, das ist also wirklich für Kinder in dieser Konstellation doch sehr herausfordernd und ich denke, wir werden es trotzdem schaffen. Man sieht ja, dass die Bretter nicht alle gleich kaputt gehen. Mhm. Ja, und man muss zweimal treten. Nach dem zweiten Mal ist raus. Was ich auch gesehen habe, wenn vielleicht Zuschauer jetzt irgendwie sagen, ja, der Joe, der kann das ja auch einfach durchbrechen, hat er natürlich nicht gemacht. Er hat das Brett wirklich einfach nur gehalten und man hat es ja auch gesehen beim zweiten Tritt, also das Brett wird wirklich durchgetreten. Mal eine Expertenfrage an dich. Das sah so aus, als wenn du das Brett eigentlich mit den, wie Fußballer sagen, einfach mal mit der Pike durchgetreten hast. Wie hält man denn den Fuß tatsächlich? Geht das wirklich mit der Pike durch oder trittst du eher seitlich? Also man muss jetzt nicht mit, also mit dem Spann tut es weh, wenn man so tritt, tut es auch weh. Ja. Man muss halt seine Zehe so anwinkeln, so dass das Brett so gegen den Spann. Motion, ja. Ah, okay, so. So dagegen. Okay. Man darf nie so. Und woher kommt die Kraft? Aus dem Knie, aus der Wade oder aus dem ganzen Bein? Aus dem ganzen Bein. Aus dem ganzen Bein, das sagt auch der Fußballer. Also quasi eigentlich ist es der Fußballen vorne. Ja, okay. Ja. Okay. Wie gesagt, das ist der Kinderstaffel-Weltrekord und natürlich haben wir da Großmeister Schwarzgurte, die unglaublich akrobatische Bruchteste machen. Es wird wirklich eine Freude fürs Auge. Das war jetzt heute eine kleine Vorstellung, was die Kinder demonstrieren, wenn die Erwachsenen loslegen. Und ich glaube, da kann man sehr gespannt sein. Sogar für mich, der viel gesehen hat auf diesem Planeten, was Kampfsport betrifft und Vorführung, ist diese Veranstaltung ein Erlebnis. Ich freue mich sehr drauf und eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Mhm. Ja. Okay, wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Wir wünschen viel Erfolg, dass ihr den Rekord brecht. Viel Spaß. Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß weiterhin, viel Erfolg mit eurer Sportart Taekwondo. Und irgendwann sehen wir euch, das Ganze ist jetzt ja olympisch, tatsächlich als Olympiasieger. Und ich finde ja, man muss ja auch Nachwuchstalente früh verpflichten. Sollte einer von euch eine Medaille gewinnen bei Olympia, ne? Versprecht ihr mir dann jetzt hoch und heilig, dass ihr dann hierher kommt? Ja. Ja? Und dann heißt es nicht auf einmal, nö, Hamburg 1, da haben wir keine Zeit für, wir gehen nur zum ZDF oder ARD. Dann kommt ihr nämlich dahin, wo ihr euren ersten Fernsehauftritt hattet. Genau. Das klingt nach einem fairen Deal. Sehr gut. Yes. Da haben wir schon mal. Bestimmt ist hier ein Supertalent dabei, was irgendwie alle Rekorde bricht. Haben wir schon mal clever vorgesorgt. Dürfen wir uns mal freuen. So. Tickets verlosen wir noch? Genau. Wie gesagt, auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/Hamburg1Frühcafé. Da gerne dann mitmachen und sagen, warum ihr dabei sein möchtet. Ja. Also da gibt es 10 Tickets insgesamt, ne? Ja. Okay, 10 Tickets. Ja. facebook.com/Frühcafé Hamburg 1. Da gibt es das Ganze zu gewinnen. Und diesen wirklich starken Auftritt von euch nachher nochmal zum Angucken unter www.hamburg1.de oder auch auf unserer Facebook-Seite. Ne? Alright. Alright. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Joe, wenn du